So, das war jetzt soweit fertig. Auch hinten. Und wie gesagt, die Felder werden auch nochmal erweitert, auch in die Richtung. Da vorne kommt dann unsere neue Anlage hin. Hier mache ich noch mal ein Stück gerade dran, damit man das später auch noch gut unterscheiden kann. Neuen Stadtkern. Ich denke mal eine große Burg mit jeder Menge Lagerkapazitäten mit integrierten Farmen drin, also wir verlagern unser Arbeitszentrum quasi an den Stadtrand, um dann quasi schneller handlungsfähig zu sein, wenn wir neue Projekte angehen. Also die Stadt wird sich dort hinten hin erstmal weiterentwickeln, also von hier und dann einmal komplett um diesen großen See rum. Das sind so meine nächsten Pläne. Einfach mal wieder ein bisschen Platz für neue Ideen schaffen. Vor allem alles zentral dann an einem Punkt gut erreichbar. Wir werden mit der Lagermod auch ein bisschen rumspielen. Die hat ja noch ein paar Funktionen, die ich bisher ignoriert habe. Da werden wir mal gucken, was da möglich ist, was man machen kann. Genau das ist es. Und ich teleportiere jetzt schon viel zu viel. Wird das mal sichtbar? Der muss wohl irgendwo noch intern die Chance updaten. Deshalb dauert das manchmal, bis man die Blöcke sieht. Das ist mir heute schon an einigen Stellen aufgefallen. Naja, das ist ja auch eine ziemlich alte Welt hier. Da kann das durchaus mal vorkommen.
Na. Ja, wie gesagt, das hier unten, das repariere ich nachher. Das ist jetzt ja auch nichts Wüstes, da sind ein paar Blöcke verschwunden. Das passiert halt, wenn man die nicht richtig konvertiert oder sie einfach übersieht. Sagen wir es so. Gelb. Ich habe gesehen, dass du die Welt zum Upload bei mir funktioniert. Oh. Wieso das? Ich habe den doch extra noch mal überprüft gehabt. Nur für dich gucke ich jetzt nach. Download Mai 22. Klappt. Abgebrochen. Linkadresse kopieren. Ich setze dir es jetzt einfach mal hier rein. Probier mal. Na, bitte nicht auf die Felder. Ugh. Hauptsache nicht auf die Felder, hä? So, haben wir auch noch andere Farben dabei? Nö, gerade nicht.
Nein, ich habe keinen Download. Das ist seltsam. Ist noch wer anders da, der es mal kurz probieren könnte? Ich meine, kann natürlich sein, dass ein Antivirenprogramm oder sowas da reinhaut, weil die Datei ja doch schon etwas groß ist.